Wir sind weiterhin in Bowser Schloss. Aber ich glaube, heute können wir hier endlich raus und zu Prinzessin Peach Schloss rüberkehren, oder? Ich weiß, die Folge hat jetzt genauso angefangen wie die letzte. Aber die ganzen Korridore sehen auch einfach alle gleich aus. Ich weiß auch nicht, was Bowser sich hier dabei gedacht hat. Und das sieht genauso aus wie der letzte Raum. Was ist denn hier los? Sag mal, Bowser, ist dir einfach langweilig geworden irgendwie? Wer hat das hier gebaut? Irgendeiner Zubi oder was? Was mache ich denn hier? An der Kette ziehen. So ein bisschen Zelda-like. Jetzt ist alles geflutet, sorry. Ich wollte doch nur die Toilette runterspülen, aber hat wohl nicht so geklappt, wie ich wollte. Na gut, schon mal ein bisschen in dem ekligen Wasser hier rum. Pff, Gott, warum mache ich das? Aber warte mal, jetzt ist ja links der Raum geflutet. Vermutlich kann ich jetzt an den Schalter ran. Yeah! Wo war das nochmal? Hier? Ja, hier war's. Sehr convenient, dass hier auf einmal das Tor so riesig geworden ist. Okay, aber warte mal, gibt's hier links noch irgendwas? Da oben ist ein Schlüssel. Okay. Nee, warte. So. Yeah. Ah, ich glaube, der Schalter macht jetzt alles noch weiter hoch, oder? Nein? Nicht? Hm. Aber vermutlich, wenn ich diese Wand hier wegsprenge. Weil hier kann ich ja natürlich nicht schwimmen. Oder geht das? Ich weiß nicht, ich hab's nicht probiert. Nee, hat gar nicht funktioniert. Nee, funktioniert nicht. Okay. Hätte ja sein können, dass Mario auf einmal in der Luft schwebt. Aber nein, sowas würden sie ja nicht drin lassen. Ich glaube, da ist nichts, oder? Ich glaube, das macht nur das Wasser hoch. Nee, da nicht. Du machst das Wasser aber bestimmt hoch. Zeig es mir. Was zum... Was passiert denn da mit der Wand? Ah, nochmal die Klospülung. Meinetwegen. Wenn's denn sein muss, tu ich's mal erneut. Aber die ganzen Wasserkosten, ne? Die zahlt Bowser. Also seine Adresse habe ich ja schon. Er wohnt im Sterntal 83. Oh Mist, jetzt habe ich seine Adresse geleakt. Ah, sorry, Leute. Das kann so geheim bleiben. Erzähl's keinem weiter, ja? Das ist ein Geheimnis zwischen uns beiden. Oder ihr schaut es mit Freunden zusammen, dann ihr alle. Ganz recht. So, aber jetzt ist die Frage, wie mache ich das Wasser wieder runter? Muss ich jetzt einfach kurz den Rückspuler machen und alles, was ich gerade gemacht habe, in umgekehrter Reihenfolge nochmal erledigen? Bisschen unnötig und vor allem auch nervig, aber ich schätze, mir bleibt hier nichts anderes übrig. Und das fällt mir total auf, wie langsam ich auf einmal bin, weil ich jetzt den Orden weggemacht habe. Aber Freunde, es wird sich lohnen. Der neue Orden, der ist so gut im Kampf. Der wird uns hier weiterhelfen, ganz sicher. Kann ich hier eine Abkürzung nehmen? Kann ich runterfallen oder so? Leider nicht. Leider nicht. Aber hier kann ich runterfallen. Nein? Nee. Achso, weil Wasser ist, ja gut. Plumpst du ins Wasser rein. Blub. Durch diese Gitter da ist aber auch nichts, oder? Sieht aus wie so ein halbes Tor, aber... Ich glaube, das ist nur Deko. Wir wissen ja schon, Bowser hat sehr interessante, sehr interessante Entscheidungen hier getroffen. Bei seinen Dekorationen. Das wissen wir, ist ja nichts Neues. Okay. Dürfen wir dann jetzt weiter? Wird uns das erlaubt? Ich will's mal hoffen. Und rein da. Diese große rote Tür. Oh Gott, das sieht aus wie Trouble. Ja. Ja, das ist auch ein großes Trouble. 5 Schaden, aber die sterben sofort. Oh. Was seid ihr denn für welche? Das ist ein Raketen-Willi. Sieh doch, sieh, wie er seine Augen... Nee, wie seine Außenhaut funkelt. Wenn du allerdings nur da sitzt und ihn anstarrst, hat er dich. 3 KP, 6 Angriff, keine Verteidigung.
Achte auf deine KP, denn eine Explosionsattacke kann sehr wehtun. Lass sie uns ausschalten, bevor sie uns zu nahe kommen. Das klingt vernünftig. Bam. Ein Stampfer reicht, aber für die ging jetzt auch. Also man könnte bei denen theoretisch XP farmen. Aber ob sich das lohnt. Da kommt noch mehr. Okay, noch ein Kampf. Bam. Das ist schon mal perfekt, dass wir den Erstangriff gelandet haben, weil dann können wir einfach zack und zack machen. Ganz easy peasy. Und nehmen noch ein bisschen Heilung mit, yeah. Bam. Da hätte man, glaube ich, einen Punkt an Leben mehr geben müssen. Dann wären die vielleicht ein bisschen schwieriger gewesen, aber ich bin mir auch nicht sicher. Ob das so wäre. Ah, noch ein Kampf. Ich wollte nur das Geld einsammeln, ganz schnell. Aber ich bleib dabei, hier kann man richtig gut XP farmen. Also falls ihr euch denkt, hey, ich bin glaube ich noch ein bisschen underleveled, dann solltet ihr hier auf jeden Fall noch ein bisschen dranbleiben. Aber mir wäre das jetzt so langweilig und ich glaube schon, dass ich ziemlich gut gerade dran liege in dem Game. Ja, egal. Ich wollte eigentlich auf die drauf springen, da dachte ich mir, ich schaffe den Jump nicht mehr. Ich gehe nochmal zurück, hau mit dem Hammer drauf und ja, hat nicht geklappt. Hat leider nicht geklappt. Das ist eine Willi-Kanone. Sie feuern einen nicht enden wollenden Strom von Raketen-Willis ab. Keine Ahnung, wo sie die herbekommen, Mann. 10 KP, 4 Verteidigung. Sie greifen sich nicht direkt an. Außerdem sind sie sehr stabil. Du musst sie ständig angreifen, sonst ist die Luft bald von Raketen-Willis erfüllt. Glaub mir, das willst du nicht sehen. Wieso nicht? Ein bisschen XP-Farm ist doch immer gut. Hä? Was zum? Wirklich? Gar kein Schaden? Hm. Nicht so gut. Wie sieht's mit dem Hammer aus? Weil er trifft die Kugel wie es vorne nicht. Aber sagen, dass Damage macht? Ja, 3 Damage. Geht so, ne? Ja, du kannst eh nichts machen. Obwohl du kannst dich aufladen. Ich glaube, dann macht er genug Damage, um gegen die Verteidigung durchzukommen. Manchmal sind die schnell, manchmal sind die langsam. Das ist schwierig. Das ist wirklich schwierig. Okay, versuchen wir es nochmal. Bam. Ich glaube, Gumbario. Vielleicht noch einmal aufladen. Damit er gleich auf jeden Fall den einen da killen kann. Und mit Mario. Tue ich jetzt den anderen killen. Kann ich nicht? Ganz oft. Really? Oh man. Da kommt auch einer davon weg. Mach's einfach. Cheat. Kannst du zufällig? Ja, kannst du. Versuch mal. Es war keine Verschwendung. Aber ich glaube, eins weniger hätte sogar noch gereicht. Okay. Na gut, zu wissen auf jeden Fall. Jetzt den Hammer. Und stopf ihm das Ding da zu. Er lebt noch. Oh, also, falls das Ding mehr oder weniger als Leben zählt, ne? Ist ja so die Frage, ob ich da jetzt irgendwas hier gegen ihn jetzt noch machen kann. Komm, Fokus einfach. Mehr kannst du nicht machen. Hey, ich hätte es fast tatsächlich das vergessen, dass ich den Orden habe mit dem Fokus, weil ich hätte mir jetzt sonst einfach... Oh, danke. Brauche ich es noch nicht, aber danke. Ich hätte sonst einfach auf nichts machen gedrückt. Okay, wozu jetzt die mehr Verteidigung? Verstehe ich nicht so ganz, aber... Alright. Jetzt komme ich... Ernsthaft? Warte, ich kann... Nein! Ich kann umdrehen, aber ich habe es vergeigt. Ich habe sowas vergeigt. Okay. Eine extra Runde. Einmal ein bisschen mehr XP holen. Ja, obwohl, langsam geben die weniger XP, habe ich das Gefühl. Oh, kein Angriff. Na gut, wenn das so ist. Machen wir. Okay, dann fokus mich halt voll. Meinetwegen, ist kein Problem. Habe ich gar nichts gegen. Ist vollkommen in Ordnung. Mach ich eben einen coolen Jump auf ihn drauf. Und jetzt lässt du mich passieren, klar?
Wieso mache ich kein Damage sonst? Aber wenn ich voll auflade, mache ich Damage. Das ist seltsam. Einfach seltsam, wenn ihr mich fragt. Aber die 20 XP schmecken. Dafür, dass ich nicht so viel jetzt gefarmt habe hier. Ernsthaft, nochmal? Kann ich nicht einfach umgehen? Ich bin gesprungen, Mann. Was willst du? Ich bin gesprungen, Kollege. Oh Mann, ist das alles, was Bowser hat? Mich nerven? Das kann er, ja. Das kann er ziemlich gut. Aber mehr scheint er noch nicht drauf zu haben. Ich glaube, jetzt kann ich Gumbari mal kurz raus tun. Also wegstecken. In die Hosentasche zurück. Damit Lucky Lester helfen kann, alle anzugreifen. Vielleicht macht der Schaden gegen die... Also ich sterbe hier gleich, ne? Wenn es so weitergeht. Ich will es nur sagen. Ich will es nur sagen, Mann. So. Schmeiß ihn ab mit deinem Stachi. Hui, daneben. Nein, sehr gut. Das gibt doch wirklich viel XP. Das ist wirklich schon viel. Komm. Ausweichen. Und drüber. Schade. Schade, schade. Ich habe mehr erwartet, Mann. Doch, Erdbeben. Macht, glaube ich, mehr Sinn. Ich weiß nicht, ob ein Item, was wo drauf steht, 6 Schaden macht es, ob das sich hier lohnt einzusetzen, weil vielleicht macht es ja nicht wirklich 6 Schaden, weil Verteidigung noch nicht dazu gerechnet wird. Das hat Sinn gemacht? Ich weiß es nicht. Ich bin erst wach geworden und ernsthaft? Lucky Lester ist hier eine schlechte Wahl? Ich probier's mal aus, komm. Vielleicht macht's Schaden, vielleicht auch nicht. Ich will's jetzt wissen. Es macht genauso viel Schaden, es geht durch die Verteidigung. Okay. Ja, sehr gut zu wissen. Sehr, sehr gut zu wissen. Macht das denn überhaupt Schaden? Wahrscheinlich nicht, oder? Es macht genau einen Schaden. Huh. Wer hätte das nur gedacht? Cool. Noch cooler wäre es, wenn du jetzt aufhörst. Rumzuspucken hier. Lass mich durch. Ich habe noch ein paar Orte und Wege, wo ich lang muss. Und danke für die doppelte XP. Da sage ich nicht nein zu. Fast Level Up. Nein. Ganz knapp nicht mehr. Ganz, ganz knappe Sache. Ich habe nur noch Hälfte Leben. Soll ich vielleicht nur heilen? Vielleicht bekommt noch einen Heilblock. Ernsthaft? Noch einer von euch? Das ist wirklich langweilig, ja? Und da oben ist noch einer. Ich habe es gerade gesehen. Da oben ist einfach noch einer. Das Spiel will wirklich, dass man hier mindestens ein Level Up noch mitnimmt, ne? Okay, Spiel. Kein Problem. Was? Zu weit nach rechts ist nicht daneben, aber zu weit nach unten ist? Ach, keine Ahnung, Mann. Keine Ahnung. KP. Beim nächsten Mal will ich dann nochmal OP machen und er würde mich einfallen. Ah, Mann, ich will doch die Münzen, ey. Das war's mit meinem neuen Leben. Das war's schon. Okay, dann passe ich jetzt diesmal ein bisschen mehr auf. So, damit das Spiel nicht rumheult. Und mir die Sternpunkte gibt. Alles Gutes! Ach man, ich will nicht die ganze Zeit gegen die kämpfen. Das ist ja wirklich super langweilig und nervig, ey. Was macht der Typ da? Wer hat ihn hier eingeladen? Ich war es definitiv nicht. Er soll verschwinden. Hau ab. Ich glaube, das killt ihn nicht. Er hat ja 8 Leben, das machen nur 7. Aber zumindest macht 7 auf alle. Das ist natürlich sehr wichtig. Okay. Ja, okay, nee, komm, greif ihn an. Auch wenn es ein bisschen Verschwendung ist. Obwohl, er macht nur 2 Schaden. Ich habe gedacht, er würde mehr Schaden gegen ihn machen, aber er hat anscheinend sehr viel Verteidigung. Okay. Das sieht nicht so gut aus hier. Ich glaube, Erdbeben bringt beide auf 1. Habe ich recht? Ah, das killt die sogar. Ach, perfekt.
Ja, und mit ihm mache ich jetzt eine Verschwenderattacke. Komm, dann sind die beiden zumindest schon mal weg. Du triffst doch, oder? Der hat so overshootet, aber es hat im Spiel trotzdem noch gegelten. Okay, sehr gut. Ja, das war die ganze Folge. Mario geht 50 Treppen nach oben und kämpft gegen 150 Kugelwillis. Die in einer Rate von 200 Metern losfliegen. Und Mario immer wieder auf die Schnauze hauen. Ich meine, die haben doch da so einen Muskelarm. Oder? Das soll es doch darstellen, oder? Das ist vielleicht so ein Crank, kann man das so drehen? So ein Hebel? Ich glaube, das ist ein Arm. So ein Muskelarm, den sie einfach nie benutzen. Einfach nur, um gruselig und böse auszusehen. Ja? Das ist ein Bowsers großes Motto. Und der Magikoopa, der geht mir ein bisschen auf die Nerven, weil der da steht. Aber ich mache einfach nochmal das hier. Meine Lieblingsattacke in dem Spiel, wie ihr wisst. Das wird einfach der gleiche Kampf wie der vorhin. Nur, dass er halt ein Magikoopa ist, statt diese Waffe. Das ist ja genau gar kein Unterschied. Ja. Für diesen Content habt ihr abonniert. Ich weiß das doch. Nein! Oh Mann! Und jetzt bufft er den, oder? Oh, das ist gefährlich. Nee, er macht nur Verteidigung hoch. Idiot, ich dachte, er macht jetzt Angriff hoch. Nee, das geht ja noch. Ach, wisst ihr was? Ich habe keinen Bock auf diesen Kampf. Komm. Verschwindet. Ich will euch nicht mehr sehen. Haut einfach ab. Ja, ich weiß, Verschwendung der Sternenleiste, aber wir können ja noch ein paar andere Kämpfe haben, wo wir es aufladen. Ist ja nicht schlimm. Blub, blub, blub. Wie viel XP sind das? Ja. Ist in Ordnung. Kann sich sehen lassen. Kann ich schon mal überlegen, welche Orden ich dann rein tue mit meinen plus 3 OP. Oder ich tue meinen Spin hier wieder rein. Was ist das? Fürs Ende des Games. Ja, Mann. Oh, neuer Gegner. Das ist eine andere Art von einem Knochentrocken. Oder bist du ein Knochentrocken? Sieht die einfach hier anders aus. Er ist nicht zerfallen. Schauen wir mal. Doch, das ist ein Knochentrocken. Knochentrocken sind die skelettierten Überreste von Koopas. Also, wenn du ein Koopa bist und stirbst, so siehst du dann aus. 8 KP, 4 Angriff, 2 Verteidigung. Gerade wenn du denkst, du hättest sie besiegt, erheben sie sich wieder und greifen an. Du musst sie alle auf einmal schlagen. Oder setze Feuerattacken ein. Sind sie erst zu Asche verfallen, können sie nicht wieder auferstehen. Okay, man kann Koopa nur mit Feuer umbringen. Sag das mal Bowser. Der ist ja ein Koopa, aber er speit Feuer. Jetzt weiß ich, warum die Angst haben vor ihm. Ich hab gehört, er hat sehr viel Verteidigung. Lass mal sehen, wie viel. Nicht so gut, nicht so gut. Das wird ein langer Kampf, glaube ich. Okay, zumindest machen die nicht so viel Schaden. Also zumindest, wenn ich blocke. Oder es zumindest schaffe zu blocken. Damage up! Aber bitte um mehr als so plus 1. Okay, steht da nicht. Ich muss es hoffen. Sonst war das jetzt useless. Nice, doppelt so viel. Wow. Die geben nichts. Ich kämpfe nie wieder gegen so einen Knochentrocken hier. Ich finde das Design interessant. Wie Knochentrocken einfach in diesem Spiel aussehen. Das ist mal was anderes. Als das, was wir gewohnt sind. In anderen Spielen. Ich möchte aber an diesen Block rankommen. Kannst du bitte aus dem Weg gehen? Sieht er mich immer noch? Ach komm. Ach komm. Und was wollen die Spaten jetzt hier? Nerven? Das können sie gut. Nee, du gehst keinen Schritt zurück. Ja, genau, geh wieder nach vorne. Ganz recht. Ganz richtig. So, und das sollte hoffentlich alle killen. 5 Damage auf alle. Nee. Leider nicht. Was ist nochmal? Erdbeben ist irgendwie mittlerweile mein Lieblingsorden geworden. Vorher war es der Power Doubts. Dann habe ich das Timing irgendwie nicht mehr so gefühlt. Dann haben wir diesen komischen Jump noch dazu gemacht. Und dann. Hä?
Hä? Kommst du vorbei? Oder muss ich den jetzt nochmal angreifen? Hä? Er ist doch tot! Da, er ist tot! Hä? Okay, war das ein Bug? Okay, ich hinterfrag's mal nicht. Machen wir einfach weiter mit unserem Abenteuer. Super Pilz! Ja, komm, fress ich den mal. Nom, 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 nom. Hoffentlich war es kein Mini-Pilz in Disguise von Bowser. Nicht so gut. Warte mal, gehen alle von denen auf? Habe ich vielleicht irgendwo was übersehen? Nee, die gehen nicht auf. Nee, nur der letzte. Das war kein geheimer Raum. Kollege, Bowser. Das kriegst du besser hin. Das kriegst du schon besser hin, Bowser. Ah, der geht auf. Musst du einfach nur in jedem Raum finden, wo man weiterkommt, oder? Oder wie ist das? Hilfe. Mann, lass mich doch nur gucken. Ich guck doch nur. Die rote Tür ist schon ein bisschen größer. Ich glaube, da sind wir dann endlich draußen. Ich würde zumindest hoffen. Heilung. Na toll, ich habe gerade den Pilz gegessen. Oh, Mann. Oh, Mann. Ist hier ein Schlüssel? Jeder Raum sieht gleich aus. Warte mal, waren wir hier nicht sogar schon mal? Sieht zumindest so aus, weil der Weg ist hier schon frei. Schauen wir mal. Nee, ich glaube nicht. Wer war hier? Wer hat uns das hier aufgemacht? Hä? Hallo? Ist die Wand hier nicht echt? Diese Wand sieht mir sehr seltsam aus. Irgendwas stimmt hier nicht. Irgendwas stimmt hier gewaltig nicht. Diese Wand sieht sehr seltsam aus. Schade, dass man den Hammer nicht so benutzen kann wie Links Schwert. Zu gucken, ob hier irgendwas ist. Das geht aber nicht. Aber ich frage mich, was man hier machen soll. Soll ich hier unsichtbar machen? Kommt immer rein? Alter. Ich saß hier so lange, habe alles Mögliche ausprobiert, was nur geht. Und dann 10 Minuten später dachte ich mir, okay, ich schaue es einfach nach. Dieser Raum ist komplett nutzlos. Der Raum ist nur dafür da, um dich abzulenken. Hier ist nichts. Hier ist nichts. So. Jetzt soll mir mal einer sagen, wie man drauf kommen soll. Man muss die gleiche Tür nochmal bewegen. Na, jetzt konnte ich nicht zeigen, weil der Gegner mich reingelaufen ist, aber man kann die Tür nochmal bewegen. Wie kommt man darauf? Oh Mann. Vor allem auch so nervig. Ich weiß nicht. Was sie sich hier dabei gedacht haben. Ja, darauf wäre ich nicht gekommen. Back in the day hätte ich dann wahrscheinlich ein Player's Guide oder so gebraucht. Weiß ich, gab es zu der Zeit von N64 schon Internetzugriff? Also so bekannten Internetzugriff? Weil Internet gibt es ja schon sehr, sehr lange, aber früher war es ja noch nicht so wirklich super bekannt und nicht jeder hatte Internetzugriff. Ich glaube, das hat Sinn gemacht, was ich gesagt habe. Die meisten haben es ja damals nur benutzt für E-Mails und nicht um auf einer Website nachzuschauen, wie ich in Paper Mario weiterkomme. Ich meine, ich mache Schaden. Oh, er ist so paralysiert, das macht mir auch Schaden, okay. Aua, nicht so gut. Aua, reicht doch jetzt, Kollege! Was zur Hölle, wie schnell soll man bitte drücken? Ernsthaft? Das habe ich wieder zurückgesetzt? Oh Mann. Da. Bitteschön. Das hast du dir verdient. Ja. Yeah. Bitte mach das genug Schaden. Bitte mach das. KO. Sehr gut. Hätte nicht mal anspringen müssen, Mario. Ist aber auch egal. Da würde mich mal wirklich interessieren. Wenn ihr das Spiel gespielt habt, habt ihr das hier selbst herausgefunden? Ich meine, man kann drauf kommen, wenn man nochmal jeden einzelnen Stein und vor allem auch den Stein hier, der eigentlich schon bewegt ist, nochmal antatscht. Und das habe ich auch gemacht, aber ich habe extra den nicht gemacht, weil ich dachte, ja, okay, der ist ja schon. Oh Mann. Ja, so kryptisch war es jetzt nicht, aber der Raum hat mich halt komplett abgelenkt. Diese Sackgasse. Da ist einfach nichts.
Boah, hier ist einfach nur ein Podest mit einem Schlüssel. Und wo der hinkommt, ist klar wie Kloßbrühe. Ab nach rechts. Oder links? So, warte, wir müssen nochmal den Gang zurück. Hab ich schon wieder vergessen. So lange war ich da schon, dass ich gedacht habe, die Gänge hier werden anders. Okay, ich glaube, dass jetzt irgendein Bosskampf kommt. Da habe ich zumindest so das Gefühl. Nochmal Heilung und Speicherblock. Wirkt zumindest so. Schauen wir mal, ob bestimmt. Achso, sind wir wahrscheinlich dann nochmal wechseln auf Mario. Ja, doch, wenn das Spiel schon wieder so rauszoomt. Oh, oh Gott, du bist es schon wieder. Hi. Ah, wer hätte das gedacht, hä? Weiter wirst du nicht kommen. Denn ich, Pech für dich, lass dich nicht vorbei. Aber wenn du willst, gebe ich dir noch eine Chance. Du schaffst es ohnehin nicht. Willst du es wagen? Hm, ja. Das ist natürlich völlig zwecklos. Aber versuch es ruhig. Das nur, weil ich ein so sanftes Herz in meiner steinernen Brust habe. Wann wird's Wurm? Der war irre komisch, oder? Ja. Möchtest du wissen, was ich für dich vorbereitet habe? Eigentlich nicht. Okay, Klugschwitzer, fangen wir an. Wie, was? Hä? Was zum... Muss ich mir das merken? Ja, 4 Gumbas und 3 Koopas. Die Zeit ist um! Ich hab's geskippt, das wollte ich gar nicht. Ich wollte nur auf Klugscheißer tun. So, sag mir, wie viele Koopas du gesehen hast. Ja, 3. Richtig? Sind wir bei Quizmo oder was? Ja, das ist richtig. Diese Frage muss zu einfach gewesen sein. Von jetzt an wird's härter. Nächste Frage. Bin ich bei der Quizshow oder was? Okay. 3 rote, 4 blaue, 4 grüne. Das ist nicht wirklich schwer. Okay. Niemand geht nach rechts. Da stinkt es. So, von welcher Sorte gab es 3? Den roten. Ich dachte eigentlich, die würden jetzt nochmal alle rauskommen und so rumtanzen, um zu sagen, ja, das stimmt. Ja, das ist auch richtig. Diese Frage muss auch zu einfach sein. Mhm. Willst du jetzt die ganze Wand da voll machen, oder was? 2 Bob-Bombs, 2 rote Shy Guys, 4 blaue Shy Guys. Mhm. So, wer kam aus dem mittleren Eingang? Oh oh. Die roten? Oh, ich wusste nicht, ob es die blauen oder die roten waren. Gott, das ist richtig. Ich meine, die Bob-Bombs, ist auch egal. So, nächste Frage. Wie viele kommen da noch? Oh Gott, 3 blaue, 1 grüner, 4 Koopas, 2 Goombas. Ich weiß nicht, von wo die rauskamen. So, sag mir, wie viele Goombas du gesehen hast. 2? Ich hab doch 2 gesagt, oder? 2 Goombas habe ich gesagt. Ja, habe ich gesagt, richtig. War noch 3 Fragen, oder was? Oh, nee, war schon. Ah, ich kann nicht glauben, dass du schon 4-mal richtig geantwortet hast. So, jetzt reicht's aber. Genug mit den Spiecheln. Jetzt stelle ich dir eine richtig schwere Frage. Nächste Frage! Okay. Okay, Goomba, Koopa, Lilana Koopa. Alle gehen nach links. So, wie viele Arme gab es zu sehen? Also, Goomba hat keine Arme? Ein Koopa hat 2 Arme? 4. Der will mich verwirren, indem er mir Antworten gibt mit 5 und 6 Armen. Korrekt! Ich fasse es nicht! Du hast 5 meiner superharten Nüsse geknackt! Ich wurde geschlagen von Mario! Was für eine Schande! Okay, das war's. Kommen nicht noch 2-3 Fragen? War ich zu gut für dich? Sorry, dass ich es geskippt habe. Ich hab's halt einfach nicht erwartet. Aber, na gut. Na gut. Wir scheinen zum Finale zu kommen. Nein, also wirklich. Wir scheinen wirklich gerade zum Finale zu kommen.
Hier ist auf einmal eine Brücke. Wo führt die uns hin? Ach, lass einfach liegen. Lass einfach liegen. Weg. Nicht so schlimm. Ich muss wissen, was die hier verstecken. Ein Gelee Royal. Das hätte ich sehr, sehr gerne. Dafür würde ich auch extra noch einen Kampf wagen. Aber ich glaube, dafür muss ich irgendwas wegschmeißen. Nein, nicht meine Kies und nicht meine Eiskartoffel, die kann ich nicht wegschmeißen. Ich habe denen versprochen, sie ans Ende der Welt mitzubringen. Also trink einfach alles weg. Nimm das Gelee Royal mit. 50 BP stellt's wieder her, obwohl wir nicht einmal 50 BP haben. Ist 50 BP oder generell 50 bei allen Werten das höchste? Habe ich schon so viel KP? Vielleicht. Das könnte sein. Und bei dem wird es schwierig, vorbeizukommen. Gib mir Lucky Lester. Und schnell weg hier. Mit ihm ist jetzt am schnellsten. Weil ich mal ordentlich ausgerüstet habe. Und ich merke gerade, die Folge ist schon zu Ende. Deshalb, Freunde, wie es hier weitergeht in Bowsers Festung, das sehen wir dann beim nächsten Mal.